Im folgenden Film zeigen wir Ihnen die einfache und sichere Anwendung des 3M-EPX-Systems. EPX steht für exakt portionieren und mischen. Die Kolbenstange wird in den Handspender eingesetzt. Dabei wird der Entriegelungshebel am hinteren Ende des Handspenders nach oben gedrückt. Anschließend kann dann die Klebstoffkartusche eingelegt werden. Der Verschluss wird mit einer Drehung um 90 Grad geöffnet und abgezogen. Um sicherzustellen, dass beide Komponenten korrekt gespendet werden, muss vorher eine kleine Menge ausgebracht werden. Danach kann die Mischdüse aufgesetzt werden. Der Klebstoff wird beim Passieren des Statikmischers 1,7 Millionenfach verschnitten und dadurch optimal gemischt. Am Ende der Mischdüse steht der fertige Klebstoff zur Verfügung. Um die Kartusche zu entfernen, muss die Kolbenstange vollständig zurückgezogen werden. Dann kann die Kartusche entnommen und nach Entfernen des Mischrohres wieder verschlossen werden.